Ladies und Gentlemen, geliebte Schnegge Army, willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews. Endlich mal wieder zu einem Fanpost Friday. Ja, ist ein bisschen länger her und ich habe auch ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht sehr viel Zeit, jedes Fanpost-Paket zu drehen. Das tut mir natürlich sehr leid, aber heute konnte ich mir mal wieder Zeit nehmen und heute gibt es wieder was Schönes und ich freue mich auch drauf. Das Ganze ist nämlich heute von meinen lieben Zuschauern und mittlerweile guten Freunden Marion und Sören. Die haben mir noch was zum Geburtstag zugeschickt, auch wenn der jetzt natürlich schon wieder ein paar Tage zurückliegt. Ja, kommt ein bisschen später, aber trotz alledem freue ich mich natürlich darauf, das Ganze jetzt auszupacken und möchte das wie immer natürlich mit euch teilen, denn die beiden lassen sich immer was richtig Schönes einfallen und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was uns da erwartet oder eher gesagt mich. Das Paket ist hier gleich links neben mir. Erstmal natürlich wieder unscheinbar, es ist natürlich in einer normalen DHL-Box. Na, obendrauf keine Sorge, ihr beiden, ich habe natürlich die Adressen wieder geschwärzt. Das vergesse ich ja öfters mal. Ne? Ihr wisst das ja. Wenn ihr öfters mal den Fanpost Friday gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass ich da immer so ein bisschen tattelig bin. Aber ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich kann euch sagen, Fanpost Friday wird auf jeden Fall, ja, ich glaube, im Mai, Anfang Juni eventuell nochmal eine Folge kommen. Ich weiß es nicht. Ne? Aber ich muss auch mal wieder an dieser Stelle sagen, an euch alle da draußen, die mir was zuschicken, danke für euren Support. Das freut mich nach wie vor sehr. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal auf. Blaues Messer heute wieder am Start. Ne? Liebe Grüße gehen raus an Michael. Das gelbe Messer habe ich noch, keine Sorge. Und ich weiß auch, wo das Messer ist. ich weiß gleich zu Anfang, dass zumindest, was jetzt hier sich in der Box befindet, dass das wieder von der lieben Marion ganz lieb eingepackt wurde. Also na, werde auch ich da keine Spoiler sehen, wenn ich das Paket jetzt aufreiße. Also kann ich euch das wahrscheinlich gleich auch nochmal richtig schön zeigen. Also gucken wir einfach mal rein. Und die Boxen, die sind eigentlich echt immer ideal. Ne? Wenn ich bedenke, wie das Ganze angefangen hat mit dem Fanpost Friday, damals noch durch Lord Erickson und die anderen Jungs, na, da war das schon echt eine coole Sache auf jeden Fall. Oh mein Gott. Süßkrams Incoming. Also, passt auf, ich mache es wie immer. Ich schlage es einmal um und gebe euch mal einen kleinen Einblick. Sieht doch gut aus, oder? Okay, wie mache ich es? Am besten, ich muss gucken in der Kamera, damit das wieder alles läuft. Als erstes fange ich mal hiermit an. Was zum Teufel ist das? Das ist eine Kombination zweier Sachen, die ich hier absolut liebe. Wow. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ihr das schon mal probiert habt. Ich habe es noch nicht probiert, aber das ist ja Wahnsinn. Candy Pop Popcorn. Erstmal ganz normal Popcorn. Ihr wisst alle, dass, wenn ihr, wie gesagt, Fanpost Friday öfters verfolgt, dass Sören und auch Marion dann immer mal gerne das, das Karamell-Popcorn da reingepackt hat, was auch echt unglaublich gut ist. Aber die Kalorien sind natürlich auch extremst. Aber das hier ist Candy Popcorn Twix. Leute, Twix und Popcorn? Kann das funktionieren? Ich weiß es nicht, aber ich werde es ausprobieren. Und das ist eine etwas größere Tüte. Steht denn da hinten drauf? At last, Canada, two of our favorite threads, nicht threads, treats, have joined forces in amazing deliciousness. Wow, light fluffy popcorn. With a caramel and chocolate coating plus real Twix candy pieces. Perfect match. Okay, also das werde ich definitiv ausprobieren. Also Popcorn gemischt mit Twix. Das ist schon mal eine nette Überraschung. Ich werde euch beiden das wissen lassen, wie mir das Ganze schmeckt. Aber ich denke mal, das hat natürlich wieder Suchtpotenzial. Interessant, was sie sich heutzutage alles einfallen lassen, oder? Ist es verrückt. Dann haben wir zwei kleine Geschenke. Und bei dem einen Geschenk sehe ich schon, schaut mal, na, es ist wieder schön eingepackt, ist obendrauf eine kleine Karte. Und diese Karte, die wollen wir natürlich aufmachen und uns mal durchlesen, was da drauf steht. Das ist irgendwie jetzt ganz weird. Na, wir haben jetzt schon Ende Mai und ich hatte Anfang Mai Geburtstag. Hier steht natürlich noch ganz lieb überall drauf, Happy Birthday. Na, also danke, danke ihr zwei, na, dass ihr da immer noch so an mich denkt. Ich guck mal rein. Hier steht für meinen Bro, Sören. Was hat er sich für eine Karte ausgesucht? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich packe die mal beiseite. Hier steht Gutschein. Ein Gutschein, okay. Mit einem kleinen Mäuschen vorne drauf. Eine, ich nehme mal an, französische Bulldogge, die einen Knutscher von sich lässt. Oh, das blendet gerade ein bisschen sehr, aber schaut mal, ist das niedlich? Kenne ich nicht, ne? Also passt schon mal. Was ist da drin? Ich muss gucken.
Ah, okay. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Und ganz viel Kraft, mein großer Bro, Sören und Marion. Danke, danke, ihr zwei. Danke, danke. Ihr wisst ja auch, privat ist momentan alles nicht so gut bei mir. Ne? Aber das hat hier auf den Kanal nichts verloren. Aber die beiden wissen natürlich so ein bisschen Bescheid. Sehr coole Karte. Die wird beiseite gepackt und kommt zu den anderen Karten, die ich auch schon von euch habe. Gut, ich würde sagen, wir starten. Was meint ihr, befindet sich im Paket Nummer 1? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Sören gesagt hat, da wäre etwas, glaube ich, drin, womit ich wieder nicht gerechnet habe, was ich aber auch selber wahrscheinlich nicht besitze. Ich weiß es nicht. Daher werden wir uns das Ganze jetzt angucken. Ich, wie gesagt, Fanpost Friday macht immer Spaß. Ihr wisst es ja, wenn ich die Zeit dazu finde, na, dann ja, muss das mit euch geteilt werden. Ne? Also, schauen wir mal. Ich finde übrigens dieses Geschenkpapier interessant, denn das ist nicht einfach nur raufgedruckt. Das ist so eine erhabene Sache. Das fühlt sich so fluffig an. Machen wir es auf. Ich bin gespannt, was uns hier die beiden zugeschickt haben, was sie sich haben einfallen lassen. Ah, okay. Das ist etwas, was wir kennen, was wir auch auf diesem Kanal natürlich schon öfters gezeigt haben. Oh ja, sehr cool. Und das ist wieder mal für meine persönliche kleine Neckarsammlung. Sören überrascht mich immer wieder. Okay, was haben wir hier? Wir haben einen Necker Predator 2 Ultimate Warrior Predator. Ich gehe mal ein bisschen näher vor euch ran. Da könnt ihr natürlich sicher sein, dass das wieder auf dem Channel gezeigt wird, oder? Die Necker Predator Figuren sind einfach genial. Cool. Der hat eine riesige Axt mit dabei. Ich zeige euch die Rückseite. Wenn ihr die Review nicht erwarten könnt, dann guckt euch das schon mal hier an. Sehr, sehr cool. Ich kann euch sagen, die Necker-Figuren, ich kann sie euch immer wieder empfehlen. Und diese Ultimate-Figuren, ne, ihr kennt das ja wahrscheinlich, für diejenigen unter euch, die es nicht kennen, die kommen in dieser coolen Verpackung, die ihr dann auch mit Klettverschluss öffnen könnt. Und dann könnt ihr schon mal einen kleinen Blick reinwerfen auf das, was euch hier erwartet. Wie gesagt, es wird jetzt sehr spiegeln. Ich muss ein bisschen gucken, aber da habt ihr dann einen Blick auf den Pratt selbst. Hier nochmal so ein schönes Picture halt von dem. Na, der sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Sehr cool. Da muss ich mir die Story mal zu durchlesen, weil die gehören ja irgendwie alle dann zum Predator 2 Film und waren wahrscheinlich sogar zu sehen im Film. Wahrscheinlich alle in der Endszene, wo sie alle im Raumschiff standen, denke ich mal. Ne? Daher muss ich mich dann natürlich mal schlau machen. Und der hat auch wieder eine Menge cooles Zubehör mit dabei, sehe ich. Ist schon cool, ist schon cool. Geil, Dankeschön, Dankeschön. Gott, wo stelle ich die ganzen Prädatoren noch hin? Übrigens mal eine kurze Anmerkung privat hier an dich, mein lieber Freund Sören. Ich habe mir auch ein paar von diesen Boxen an die Wand gehängt, weil ich finde, die sind viel zu schade, um sie wegzuschmeißen, weil ich finde die Artworks vorne drauf genial. Hast du auch das Problem oder auch mal an euch Zuschauer da draußen, wenn ihr das auch macht, geht bei euch der Klettverschluss auch ab? Bei mir zersetzen sich die Verpackungen langsam und die Türen gehen immer von alleine auf. Finde ich ein bisschen schade. Ich überlege, ob ich das mal irgendwie punktklebe, weil ich gucke da gerade oben drauf. Auf den City Hunter, da geht leider schon die Tür immer auf. Was nicht sehr toll ist. Also, Dankeschön schon mal für diesen coolen Predator. Aber da ist noch ein Paket. Noch ein kleines, feines Geschenk. Jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt, ob ihr mich damit auch wieder überrascht. Da ist Nummer 2. Na, auch schön eingepackt im Geburtstagspapier. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich weiß, dass Sören immer auf die Jagd geht. Na, der ist immer unterwegs und denkt sich dann, oh, was könnte man da vielleicht machen? Er denkt jedes Jahr an mich. Ich sage ja auch immer wieder, na, auch für alle, die jetzt vielleicht das alles immer nicht so toll finden, ihr müsst das nicht machen. Na? Ihr müsst mir nichts schenken. Aber diejenigen von euch, die mir das jetzt schon seit Jahren immer zuschicken, na, die kann ich davon nicht abhalten. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn irgendwas von meinen Fanpost-Friday-Dudes und Dudettes dann halt hier an Land kommt. Na, also schauen wir mal, was sich jetzt hier drin befindet. Aber es hat die gleiche Größe wie eine Neckerfigur, wenn ich das jetzt nur mal so sagen darf. Na, von der Größe her. Ne? Ne? Was kommt jetzt? Oh, ich habe eine Ahnung. Wenn sich die Ahnung jetzt bestätigt. Nein, nein, nein. Da haben wir zu selten drüber geredet, glaube ich. Ich habe gerade über kleine pelzige Tierchen nachgedacht.
die bei Mitternacht eventuell nicht gefüttert werden sollen. Nee, das ist was anderes. Was ist das? Was ist das? Ich sehe irgendwas mit Lichtfunktion. Und es ist kein Neckar, oder? Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Was ist das? Nein. Oh. Nein, doch. Oh. Oh. Okay. Der eine oder andere wird es jetzt cool finden, der eine oder andere wird sich aber denken, oh mein Gott, nein, nicht du auch noch. Aber ja, ich auch. Kurze Anekdote dazu, bevor ich euch zeige, was jetzt hier abgeht. Ich habe öfters mal auch in den Livestreams ein gewisses Spiel sehr in den Grund und Boden gehatet. Ja, ich hate auch mal. Also ich habe gesagt, ist nichts für mich, ist Kindergartenkram, ist totaler Mist. Und irgendwann während Corona-Zeit, letztes Jahr glaube ich irgendwie, also Anfang 2022, hatte ich hier gesessen und habe mir überlegt, was ist eigentlich der Hype hinter diesem ganzen Ding? Warum spielen die Leute das? Was ist so cool daran? Und ich wollte unbedingt mal reingucken. Und ich habe reingeguckt und jetzt ein Jahr später bin ich in Hardcore-Suchti und komme da nicht mehr von weg und freue mich über alles, was neu in diesem Spiel erscheint. Und es ist eigentlich eine Katastrophe. Und ich habe dazu noch mehrere Leute dazu angesteckt, das Spiel zu spielen, was mir ja leid tut, Leute. Also, ne? Und da gehört auch Sören dazu. Ich habe gesagt, ey, lass die einfach mal runter, ne? Spiel mal rein, vielleicht gefällt es dir ja, vielleicht gefällt es dir ja nicht. Ja, die Rede ist von Fortnite. Ja, Fortnite. Ja, offiziell oute mich dazu, ich bin ein Hardcore-Fortnite-Spieler, muss aber auch dazu eins sagen. Ich bin keiner dieser Fortnite-Spieler, die extremst nur darauf aus sind, andere Leute da irgendwie abzuknallen und dann den epischen Sieg zu holen. Nein, ich bin einer der Fortnite-Spieler. Ich bin ja auch schon jetzt 41 übrigens, ne? Also nicht mehr der Jüngste in der Szene von Fortnite. Ich bin derjenige, der durch die Gegend läuft und die Gegner meistens, es sei denn, sie schießen auf mich, stehen lässt und dann halt die ganzen Story-Aufgaben macht. Da muss ich an meinen Cousin denken, der hat nämlich gesagt, wie, Fortnite hat eine Story. Fortnite hat eine richtig, richtig geile Story und das gefällt mir ja so. Ne? Also ich bin der durchs Feld flitzt, dem sind die Kills sowas von egal. Ne? Wenn ich da jetzt zum Beispiel dran denke an, ich muss ihn erwähnen, Bro, sorry, Lord Ericsson, der hetzt dann mit seinem Neffen durch die Gegend und der will nur Kills, 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 interessiert mich gar nicht in diesem Spiel. Ich spiele nur den Null-Bauen-Modus, weil das Bauen finde ich persönlich auch eher, sorry an alle Fortnite-Spieler, relativ albern und ich brauche das nicht. Ich will Aufgaben machen. Man nennt mich auch den Questmaster in diesem Spiel, denn sobald neue Quests da sind, habe ich die innerhalb von einer halben Stunde, denke ich mal, alle erledigt, ne, und bin immer sehr, sehr schnell hoch im Level halt. Und es macht Spaß, es macht Spaß. Und ich finde die Charaktere so cool. Und ja, das hat Sören jetzt aufgegriffen und damit habe ich gar nicht gerechnet und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich glaube, die sind auch schon älter, aber nee, 2022 finde ich mega. Ich mag die Charaktere in diesem Spiel sehr. Nicht jetzt unbedingt die ganzen quietschbunten Charaktere, ne, sondern sowas wie Paradigma zum Beispiel. Finde ich sehr, sehr cool. Wird von Brie Larson, by the way, gespielt. Ne, das Fundament, der Wissenschaftler, ne, oder wie sie alle auch heißen. Ich finde die Geschichte darum sehr, sehr cool. Um den Nullpunkt, um die ganzen Realitäten und alles. Ne? In diesem Spiel ist ja wirklich alles drin. Wenn ihr das noch nie gespielt habt und ihr seht mal, was da alles an Charakteren rumläuft. Puh. Marvel, DC, es ist alles drin. Star Wars rennt da rum. Also Rick and Morty, Dragon Ball, Naruto. In diesem Spiel gibt es alles. Fast alles. Alien, Terminator. Also es ist einfach der Wahnsinn. Aber ich komme völlig drum rum, euch zu zeigen, was mir jetzt der liebe Sören und die Marion hier reingepackt haben. Denn es ist tatsächlich eine Fortnite-Figur von Hasbro. Und das wusste ich gar nicht, dass Hasbro die macht. Ich weiß, dass McFarlane Toys Figuren rausgebracht hat und ich glaube, Jazzwares? War es Jazzwares? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so die drei machen das halt. Und hier ist jetzt Fortnite Victory Royale Series. Und das ist der Wissenschaftler. Von den sieben. Die sieben, das ist eine Fraktion in Fortnite. Wie gesagt, Story super cool. Und der Wissenschaftler sieht hier sehr stark aus. Schaut euch jetzt mal allein die Verpackung an, aber ich würde sagen, das ist sogar relativ neu, ne? Weil wie gesagt, der hat sogar Beleuchtungsfunktion. Es wird wild.
Es wird wild, Leute. Es wird wild. Fortnite bei Dark Schnegge Reviews. Ihr werdet eine Fortnite Review auf diesem Kanal sehen. Das garantiere ich euch. Bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Aber schaut mal hier, die Verpackung. Ne? Also das ist so ein bisschen Artwork vom Wissenschaftler. Ihr müsst wissen, die haben alle der sieben haben unterschiedliche Helme. Ihr könnt dann auch den Style natürlich so ein bisschen ändern, ne, wenn ihr das möchtet. Ich besitze diesen Skin nicht. Ich glaube, den Wissenschaftler kriegt man nicht mehr. Das ist auch, glaube ich, im Battle Pass Ding gewesen. Ne? Einige Sachen sind nur im Battle Pass. Genauso wie Brie Larsons Paradigma, das werdet ihr nie wieder kriegen, jetzt, wenn ihr jetzt mit dem Spiel anfangt. Ne, die kriegt ihr einfach nicht, weil die sind nicht zu kriegen mehr im Shop oder sowas. Ne? Aber schaut mal auf der Rückseite, nur um euch mal einen Einblick zu geben. Da seht ihr zum Beispiel hier, da sind verschiedene Köpfe sogar noch mit dabei, weil natürlich auch im Spiel ihr da die, ja, die Köpfe oder die Symboliken auf den Helmen halt ändern könnt. Ne? Und das gefällt mir richtig gut. Also sehr, sehr cool. Also, es ist eine Waffe mit dabei. Es ist ein Umhang mit dabei. 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Köpfe. Und das Ganze noch mit Knopfbatterien. Das ist die Fortnite Victory Royale Series. Und hier steht nochmal vorne drauf The Scientist, also der Wissenschaftler. The Seven Collection, weil es halt die sieben sind. Ach, das geht hier noch weiter. Schaut mal hier. Da geht das Artwork noch weiter. Das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee und ich bin echt gespannt, wie der Rest der Community auf Fortnite bei Dark Schnegge Reviews reagiert. Aber ich habe Bock. Ich habe richtig Bock drauf und ich wusste nicht, dass Hasbro sowas rausbringt oder rausgebracht hat, weil ihr wisst, Hasbro ist einer meiner Sponsoren, aber bei mir ist es dann eher im Bereich Transformers und Marvel Legends oder mal ein bisschen Star Wars Vintage Collection. Aber Fortnite? Also da hat mich noch keiner drauf angesprochen, ob ich darauf Bock hätte. Ne? Vielleicht gibt es die aber auch gar nicht mehr. Aber cool. Also, okay, damit hast du mich überrascht, das finde ich genial, weil wir beide haben auch Fortnite schon ein bisschen zusammen gespielt. Ne? Also ich bin sehr gespannt drauf, wie ihr das haltet. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Was würdet ihr jetzt hier davon als erstes gerne mal auf dem Kanal sehen? Wie gesagt, der Predator ist ein No-Brainer. Wir lieben die Necker-Predatoren, aber den Fortnite-Wissenschaftler von Hasbro, ich habe gar keine Ahnung, wie diese Figuren aussehen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich richtig gespannt drauf. Das ist für mich wieder mal was Neues, Erfrischendes für den Channel. Bin gespannt. Also, liebe Leute, das soll es aber auch für das kleine Fanpost Friday Video schon gewesen sein. Ich will das Ganze nicht in die Länge ziehen. Na, ich werde das dann schön für euch wieder ready machen und nebenbei euch dann natürlich auch mal vielleicht reinschreiben, wie das Twix Popcorn war. Und ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Also, Marion, Sören, Dankeschön. Danke, 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 ne, dass ihr immer noch an mich denkt. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Überraschung. Also ich bin echt super excited, gerade echt hier den Scientist auszupacken. Ich glaube, ich werde ihn vor dem Dreh tatsächlich schon mal aufmachen. Ich muss da reingucken. Ich will wissen, wie das ist. Gibt es da noch mehr von? Gibt es die sieben überhaupt komplett als Figurenreihe? Wenn ihr das wisst, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, ich bin raus für diesen coolen Fanpost Friday. Also liebe Leute, macht's gut. Bis denn dann. Und natürlich reingehauen. Yes! Genial, dass ich den Battle Pass nicht durchgemacht habe mit ihm, das ärgert mich sehr. Aber vielleicht gibt es ihn dann irgendwann nochmal normal im Shop. Wir wissen es nicht.